Hallo, hier ist Heiko Rustner mit dem Filmtipp der Woche. Heute fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Das ist der erste Ableger der Harry Potter Serie. Die Handlung spielt 70 Jahre vor den Ereignissen in Hogwarts und J.K. Rowling hat angekündigt, dass die Geschichte auf 5 Teile angelegt ist. Da kommt also noch einiges auf uns zu. Eddie Redmayne spielt den verhuschten Zauberer Newt Scamander, der mit einem Koffer voller magischer Tierwesen nach New York kommt. Dort gerät dieser Koffer durch ein Missgeschick in den Besitz eines Muggles, also eines Nichtzauberers, der den Koffer öffnet und einige der Tierwesen entweichen. Dabei lösen sich natürlich in New York begreifliches Chaos aus, was gerade gar nicht passt, denn die Stadt wird ohnehin von Hexenjägern und einer dunklen Gefahr heimgesucht. Ja, wie hat mir der Film gefallen? Zunächst einmal muss man sagen, die Handlung passt wirklich perfekt zu diesem magischen Harry Potter-Kosmos. Ich bin allerdings trotzdem etwas zwiegespalten. Die erste Hälfte des Films hat mir noch ganz gut gefallen. Da gibt es jede Menge tolle Spezialeffekte und die Tierwesen sehen klasse aus und da gibt es nichts zu meckern. Das hat auch sehr viel von Jumanji. In der zweiten Hälfte macht sich allerdings bemerkbar, dass die Handlung doch sehr dünn ist und es gibt auch mindestens 3 verschiedene Enden, was ich eigentlich gar nicht mag und so bringt man es natürlich locker auf eine Laufzeit von, ich glaube, 133 Minuten, was mir fast ein bisschen zu viel erscheint für diese etwas, naja, nicht gerade starke Story. Vielleicht ist es einfach so, dass Regisseur David Yates viel zu sehr damit beschäftigt war, die neuen Charaktere und die zahlreichen Nebenerzählstränge zu etablieren und dass darüber ein bisschen der Spaß abhanden kam. Was soll's, Harry Potter-Fans werden sich diesen Film sowieso anschauen. Und auch wenn noch nie einen Harry Potter-Film gesehen hat, kann er bedenkenlos reingehen, denn es wird kein Vorwissen vorausgesetzt. Vorbehaltlos empfehlen kann ich aber natürlich die neue Ausgabe von Cinema. Darin enthalten ein Portfolio zu den fantastischen Tierwesen und ein Porträt von Kirk Douglas, der am 9. Dezember stattliche 100 Jahre alt wird. Ja, dann viel Spaß bei den Tierwesen. Das war Heiko Rosner aus der Cinema-Redaktion.